Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von ASTI, Ihr Experte für Apple-Produkte, App-Entwicklung und IT-Full-Service. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz zur ersten Nachhaltig-Meisterschaftsspiele in diesem Jahr. Ich begrüße unsere Gäste aus Dresden, ich begrüße Cheftrainer Stefan Böger von Dynamo und unseren Trainer. Wir wollen reinstarten und das in diesem Jahr auch so halten wie bisher. Der Gast hat das erste Wort, aber schenkt sich gerne erstmal. Trinken aus der Flasche, so ist das nicht. Erstmal Glückwunsch, Ralf, an dich und deine Mannschaft, an den Verein, zu dem Sieg. Ich möchte es kurz machen, weil ich noch nicht ganz runtergekommen bin. Ich habe ein paar Minuten jetzt Zeit gehabt, also die haben nicht ausgereicht, um alles so zusammen, was da passiert ist heute. Es war eine ganze Menge los auf dem Platz. Ich glaube, dass es aus unserer Sicht natürlich eine ganz, ganz bittere Niederlage ist, das zustande kommen. So die Leistung der Münsteraner nicht schmälern. Die haben sehr druckvollen Fußball gespielt. Wir hatten gerade in der ersten Halbzeit schon Sorgen, den Ball zu kontrollieren. Da würde ich mir vorstellen, dass wir nach Ballgewinn da ein bisschen klarer spielen in der Offensive, die Bälle deutlich besser festmachen. Das ist uns lange Zeit nicht gelungen. Und trotzdem nach dem 1-0 dann so zu verlieren, das ist nicht so angenehm. Jetzt ist es so und wir werden sich unsere Schlüsse daraus ziehen. Wir werden uns neu aufrichten und dann schon nächsten Samstag gegen Erfurt wieder angreifen. Danke. Danke sehr, Stefan Böger. Preußen-Trainer Ralf Lohse, bitte. Ja, wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir gleich unsere Heimserie im neuen Jahr wieder ausbauen konnten. Ich glaube, wir haben zwei gute Mannschaften gesehen, die gut organisiert waren. Wir hatten sicher etwas mehr Dominanz und Ballbesitz in der ersten Halbzeit, aber ich sag mal, im letzten Drittel des Platzes auch nicht die Durchschlagskraft oder die Möglichkeiten, die zum Führungstreffer in der ersten Halbzeit hätten führen können. In der zweiten Halbzeit wollten wir eigentlich da anknüpfen. Ich denke, man hat das auch gesehen, die ersten Minuten. Und der erste Schuss dann auf unser Tor, sehr schöner Treffer von Convalios, war auch nicht zu halten. Danach, klar, muss man dann weiter den Druck hochhalten, versuchen, auch die Geduld zu bewahren im Aufbau- und Positionsspiel. Das haben wir in vielerlei Spielen schon hier bewiesen, wo wir in Rückstand geraten sind und dann die Spiele gedreht haben. So war es auch heute. Ich denke, dass die rote Karte auch berechtigt war und ja, dann war es sicher so, dass mit Laufe des Spiels natürlich der Gegner dann auch irgendwann ein bisschen müde wird, vielleicht die Räume auch ein bisschen größer werden. Unsere Stürmer haben dann glücklicherweise beide getroffen, war auch nicht so eine leichte Entscheidung für mich, Reichmann auszuwechseln als Torschützen und dafür Krone zu bringen, aber Rocky hat das ja schon oft bewiesen, dass er als eiskalter Joker sofort zusticht, das hat er heute auch getan und von daher denke ich, war es für uns natürlich vor toller Kulisse ein toller Sieg und ein guter Auftakt. Dankeschön. Danke sehr, Herr Ralf Lohse. Hatten wir auch noch nicht, dass die Pressekonferenz mit Babygeschrei begleitet wurde, aber das ist das erste Mal. Kommen wir jetzt zu Ihren Fragen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, klar. Wir müssen Sie noch ausschalten. Jetzt. Mein Name ist Eckmanns, Büro Dresden, Herr Böger. 53. Minute. Der Lohse hat eben gesagt, dieses Foul wäre berechtigt gewesen mit roter Karte. Ich bin der Meinung, es war ungeschickt. Das ist ein junger Spieler, Baumann, noch im Aufbau. Wie sehen Sie diese Entscheidung? Ja, es gibt Situationen im Spiel, generell ist das so, die das Spiel in eine gewisse Richtung bringen. Das war sicher ein Knackpunkt im Spiel generell für den weiteren Verlauf. Nochmal, hat nichts mit der Leistung von Münster zu tun, die ordentlich war. Aber ja, nach der Führung dann, ja, ob ich es ungeschickt nenne, wie auch immer, auf jeden Fall aus meiner Sicht, wir hatten es gerade schon mal draußen, sicher keine rote Karte, wenn man es nochmal anschaut, langer Schritt, sicher nicht in der Absicht, den Spieler zu faulen, schon gar nicht böse zu faulen, dass es eine rote Karte hätte rechtfertigen können. Sein Geld ist an der Stelle sicher auch gesagt, aber
es ist jetzt müßig. Also wir können jetzt das ganze Spiel zusammen durchgehen. Da gibt es ja durchaus noch zwei andere strittige Entscheidungen, wo es gelbe Karten gab. Da hätte die Farbe auch anders sein können. Können hätte, wenn und aber ist nicht. Ja, wir haben das Spiel verloren und da müssen wir auch mal den Kopf einziehen. Gibt es weitere Fragen? Das scheint im Moment noch nicht der Fall zu sein. Dann darf ich mich bedanken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und unseren Gästen eine angenehme Heimreise.